Gott. Oh je. Karotte gesund. Okay. Nico? Ja? Ich würde am liebsten sagen, kommst du mit einem Wagen runter, aber... Ah, du bist gerade neben mir. Guck mal, kannst du ganz kurz kommen? Ihr habt nämlich sehr viele Steine dabei. Wenn du auf dem Weg nach Hause bist, kannst du die gerade ablegen. Ja. Das wäre gut. Ich wollte mir gerade Holz holen. Ah ja, Holz habe ich leider nicht da. Um den Zaun zu bauen. Holz? Hui. Hab ich leider nicht, du. Oh, okay, der Sprung war... Stein, ich habe irgendwo eine Truhe mit Stein, jawohl. Stein, weg damit. Okay, ich sehe schon, da brauchen wir gleich eine zweite Truhe mit Stein. Möbeltruhe. Und... So, Zäunchen wollten wir. Ich würde das einfach, glaube ich, neben das Feld setzen. Bauen. Mhm. Werkbank, keine. Okay, die Werkbank ist zu weit weg. Nice. Sehr gut. Ich frage mich, kann man das auch mit einer halben Holzwand machen? Das sieht halt schöner aus. Ja, du so, kannst. Nee, ist auch blöd, weil die muss ja auf so Pfählen stehen. Okay. Meine Ausdauer wieder. Nee, ich mach den Zaun da. Ich weiß schon, wie ich ihn hinmacht. Passt schon. Sehr gut. Wie langsam auch noch. Sehr gut. Denn ich hätte gerne... Hier... Voll. So. Uns eine geile Drachenverzierung ans Haus gemacht, weil es einfach geil ausschaut. Weil es einfach geil ausschaut. Weil es einfach geil ausschaut. So, Herstellung. Anscheinend brauche ich ja hier eine Werkbank. Dann platzieren wir die halt mal. Lups. So. Und dann ein Skigard. Ja, genau. Ein Zaun halt. So, 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 so. Dann. Wollen wir mal. Ausdauer. Ah, ich könnte mal Eiktier machen vielleicht. Eiktier. Gebäudeüberlappungen umschalten. Ja, das mache ich auch gerade. Was bedeutet das? Ich glaube, dass du Gebäude irgendwie überlappen kannst. Aber ich weiß nicht, wie bei mir ist es so. Bei mir baut er nämlich dann ein bisschen gerade, ja. Okay. Boah, das ist echt nicht einfach hier, meine Güte. Also den Zaun zu bauen ist richtige Kacki. Das ist nicht einfach, ne? Nee, also... Der ist irgendwie komisch gemacht. Gemacht. Jetzt batsch halt den Zaun dahin, Digga. Ah, ich weiß jetzt, was das Problem ist anscheinend. Da ist halt eine fette Lücke drin. Wie, schon wieder was essen? Junge, was ist mit dir? Ja, du arbeitest halt hart. Aber gibt's da nicht ein Tor oder so dafür? Müsste es gehen. Eine Holztür hinmachen. Ah ja, jetzt ist schon mal besser. Nee, also anscheinend muss ich da echt so eine Holztür hinmachen. Okay. Es gibt kein Tor bei dem Zaun. Aber gut, das geht mit der Holztür. Ehrlich gesagt auch. Also. Gut. Easy.
Palisadenwall. Oh, das sieht natürlich auch nice aus. Dann müssen wir auch irgendwann bauen wegen dem. Das gefällt mir fast besser wie der Zaun für das Gehege. Ach, schon was dagegen, wenn wir statt diesen Holzzaun, der echt beschissen aussieht, einen Palisadenwall bauen? Wenn es besser passt, warum nicht? Dann hauen die Schweine auf jeden Fall mal nicht ab. Ja, gut. Oh, viel ist sicher. Das ist was kann man da jetzt alles fangen? Schweine oder halten? Also auf jeden Fall Schweine. Schweine! Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man noch... Ja, Rehe nicht. Also Rehe kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das... Globi geht so auch nicht. War ist vielleicht ein bisschen überdimensional für so ein Gehege, aber... Oh nee, ja, falsch rum. Lass sie sich ausbreiten. Ja, aber überdimensional können wir, gell? Ja, das war ja... Voraussetzung. Oh, kein Holz mehr. Okay, Holz holen. Okay. Ich verstehe jetzt, mit Shift baue ich höher. Also wenn ich Shift drücke, kann ich höher bauen. Und wenn ich nicht Shift drücke, baue ich halt niedriger. Mhm. Ach, ich vergesse mal, dass ich ja bei dem anderen Tisch... das Zeug reparieren muss. Ding dong. Ding dong. So, das wäre repariert. Da oben ist er doch, oder? Nee, warte mal. Nee, dich greift jemand an. Ja, so ein dummer Grauling wieder mal. Ja, der kriegt jetzt gleich mal auf die Mütze. So. Hey, Kumpel. So. Ich buddel mich hier schon mal durch. Oh, der ist hier. Der ist hier, perfekt. Eins, zwei, drei. Einmal mal die Seiten weghauen, dann haben wir einen größeren Gang. Ich hab gedacht, mich toucht irgendwas von hinten an. Ich bin's nicht. Ja, das, ja. Da würde ich aber wirklich erschrecken. Einmal mal so schön durchs Mikrofon gegriffen. Okay, das wäre richtig creepy. Ja, ja. Und dann steht da Alexa. Schnappatmung, Schnappatmung. Jetzt muss die Werkbank da weg. Okay, neue Werkbank bauen. Kotz hier in die Mitte rein, bitte. Zack. Was? Kotz hier in die Mitte rein, bitte? Nein, nur in die Mitte rein. Nur in die Mitte rein kotzen? Nicht mehr, oder? Was? 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 Hat er nicht gesagt. Ah, okay, dann kann ich ja schon wieder nach Rekt. Wieder nach Rekt. Und... Na komm, platzier das Ding. Alla. Ja, geilo. Geht? Würde ich sagen. Einen schönen Tor. So, die müssen wir jetzt nur irgendwie... Oh, ich sehe gerade, da ist eine Lücke. Ach, das ist scheiße. Lücken, nichts gut diese machen. Mist, erforderliche Handwerkschutz. Also ich habe jetzt erstmal so den halben Weg schon mal gemacht. Okay. So, jetzt komm ich mal... Alter. Was willst du da fangen? Dinosaurier oder? Große Schweine. Oh, die werden riesig sein. Soweit ich weiß, musst du in der Nähe von den Schweinen bleiben, damit sie sich an dich gewöhnen. Aber ich weiß nicht, ob das Hoax ist. Das weiß ich nicht. Und wir brauchen Himbeeren und sowas. Ja, gut, das müssten wir, glaube ich, noch haben, oder? Ja. Die müssen wir halt nur hierher locken. Ja, das machen wir jetzt. Die Juden.
Das kriegen wir noch hin. Halt, wir könnten den Weg wahrscheinlich direkt bis zum Tor sogar bauen. Ja. Wie baust du den Weg mit der Hacke, gell? Ja. Einebnen, befestigen. Was muss ich jetzt da machen? Einebnen. Genau, und mit Shift kannst du umschalten. Wenn du Shift hältst, baust du, glaube ich, höher. So war das. Oh, hier okay, ist das Feld. Ja, ich hab's da reingebaut in diesen Steinkreis. Oh, nice. Fand ich irgendwie cool. Ich hoffe, gut ausgeschaut, finde ich. Jo. Ich hoffe, es klappt übrigens mit den Palisaden. Oh. Ich sag jetzt nicht, es geht nur mit... Ja, so passt schon so. Ja. Also. Das geht nur mit dem Zaun, oder? Das werden wir gleich sehen. Schlimmstenfalls müssen wir den halt wieder auseinanderbauen, den. Ja gut, das wäre auch nicht so schlimm. Sodle, dann... Schweinchen. Ich sehe ein Reh. Oh, ein Reh, warte. Na, wo sind sie denn? Ich glaube, ich habe... Nein, daneben! Hallo. Nico! Hilfe! Schwein! Wo bist du? Ich habe ein Reh bei mir. Ja. Ah, jetzt kommt das Schwein. Okay. Schweini! Okay. Wir müssen es irgendwie da reinkriegen. Es greift mich halt an, natürlich. Ja. Das ist echt klar. Ja, erst jetzt habe ich die Blaubeere gegessen. No. Na komm, wie nennen wir das Schwein? Alfred. Wilbur. Wilbur, ein Schwein. Ja, ja, komm. Okay. Ich... Komm. Nein. Beide offen. Lass beide offen. Komm. Jo, mach eins zu. Ich komm raus. Tja. Ja, und wie werfen wir dem jetzt Essen rein? Ja, da muss jetzt einer rein wahrscheinlich. Oh ja, der greift es an. Sehr frech. Ich habe das Gefühl, nur der Zaun funktioniert. Oh. Lauf mal nicht drumherum. Bleib mal einfach stehen. Der muss sich abreagieren. Ich habe ihm eine Blaubeere hingeworfen. Mhm. Ich glaube, die Tiere greifen keine Zäune an. Oh, doch. Er frisst. Oh, sehr gut. Moment, jetzt... Da, siehst du, ist auch ein Herzchen gerade aufgestiegen. Jetzt tamed er. Jetzt wird er getamed, ja. Ich glaube, er mag uns. Ein Herzchen? Ja, es sind Herzchen. Okay, es war halt jetzt leider nur eine Blaubeere, also... Das ist okay. Warten wir, bleiben wir mal ganz kurz stehen, dann wird er uns vielleicht mögen. Dann haben wir unsere ersten Schweinchen. Also ich muss... Ich bin gespannt, wer dem Schwein zuschauen. Ja, ne? Guck mal, bleib mal hier stehen. Ich hole noch ein zweites. Okay, ich würde eigentlich gern... Soll ich noch ein paar Bären und so holen, um das da reinzuwerfen, oder reicht eins? Ja, ich würde da jetzt erstmal stehen bleiben und warten, bis er ein bisschen getamed ist. Okay. Weil die werden, irgendwann werden sie zutraulich. Okay. Ich kann dann ja meine Augen, genau, ich kann meine Augen offen halten für Blaubeeren and so on. Ja, ich glaube, in der Kiste müssen wir auch noch welche haben. Ah, ich habe Himbeeren. Ich habe auch immer welche dabei, also von daher. Ja, ich habe hier doch ganze Büsche gefunden gerade. Da steigen immer noch Herzchen auf. Sehr gut. Ich glaube, es mag uns. Gut, dann müssten wir halt reparieren, wenn der hier... Ja. Ja, okay, die Palisaden halten einiges aus. Das ist gut zu wissen. Ja, der chillt jetzt da drin sein Leben, Alter. Sehr. Also er greift nicht mehr an. Sehr gut, sehr gut. Können wir die vielleicht mit Löwenzahn füttern?
Das könnten wir probieren. Wir haben halt fast 50 Löwenzahn auch im Dezember. Werf's den mal rein. Soll ich weg, oder? Soll ich mal kurz ins Haus? Ich würde sagen, ja. Okay, dann stehe ich mal kurz. Ich nehme noch ein bisschen mit davon. Ich muss schon wieder was essen. Wenn nicht, ich bringe noch gut Himbeeren mit. Ja, passt. Ich probiere es mal. Weil ich wüsste bis jetzt nicht, für was der Löwenzahn gut ist. Also. Ah, ich habe ein zweites Schwein. Sehr gut. Schweinchen. Komm mit. Ich nehme jetzt mal zwei Löwenzahn. Also ich habe jetzt alle im Inventar, aber ich nehme jetzt mal zwei, um es ihm... Ja, Vorsicht, ich komme jetzt gleich. Hallo Schwein. Oh ja, er greift mich noch an. Wo ist denn das Schwein jetzt hin? Ach, da unten. Kann doch hoch. Also ich hab's ihm hingeworfen, mal schauen. Oh, was futtert. Ja, jetzt greift wieder die Palisaden an, der Heini. Ja, warte mal, das wird sich gleich eh ändern, weil gleich noch der zweite kommt. Der wird gleich eh nochmal angreifen. Oh, jetzt hat er wieder Stern, jetzt hat er wieder Herzchen. Komm mit. Vorsicht, Nika, ich komme. Oh. Oh. Nee, Nico, das war keine gute Idee. Warte. Schwein! Schwein! Lass meine Karotten. Boah, ich sag's dir, wenn du meine Karotten zerstörst, dann wachsen so zusammen, Digga. Oh nein, das Schwein rennt raus! Warte, ich komm mit dem zweiten, hoffentlich. Komm. Oh ja, zwei Schweine. Ja. Jetzt komm her, Schwein. Warte, jetzt weg. Jetzt ist das andere wieder rausgelaufen. Warte mal. Komm. Ah, jetzt wird das eine wieder weg. Nico, kannst du das... Oh ja. Schwein, komm. Ui, aua. Komm rein. Komm her, ja. Ich glaube, die kriegen das hin. Okay. Bleib hier. Nein, bleib doch hier, du dummes Alter. Ding. Schau ich mal hier hinten in die Ecke. Ja, Alter. Komm, schnell raus. Mach zu. Nein, ich steh drin. Warte, passt, alles gut. Ich mach das. Ich komm gleich raus. Okay. Und jetzt. Boah, Glück gehabt. Aber weißt du, was das Einfache am Zaun ist? Du kannst beim Zaun einfach drüber werfen. Das Essen. Okay. Verstehst du, das ist so, ja. Okay, warte, dann folgendes. Das würde ja... Jetzt brauche ich wieder eine Werkbank, mein Gott. Essen die Dings? Essen die... Ich hab's nicht mitgekriegt. Mach mal so eine Futter-Einwurfstelle. Und das für ein Haut? Hinkhaut. Kuhhaut. Ich glaube, wir tamen die langsam. Nicht, dass wir uns gleich verhungern, gell? Das glaube ich jetzt nicht. Was ist denn das da? Erzähl. Ah. Ah, siehst du, jetzt greifen die halt auch an. Siehst du, weil die uns jetzt wieder sehen. Jetzt dürfen wir uns... Gut, aber also wenn du jetzt Himbeeren hast... Beweg dich nicht, bitte. Ja. Ich... Die regen sich ab, siehst du? Ich bin gespannt. Ich werf ihnen mal Löwenzahn rein. Hab ich auch schon gemacht, ja. Ich hab noch Bären, warte mal. Ja, das scheint zu gehen. Das scheint zu gehen, Nico. Ich glaube, unser Plan geht auf. Mhm. Ja, die sind noch ein bisschen verängstigt. Was machst du da? Den Zaun repariert. Achso.
Vorhin konnte ich auch lesen, da stand dran. Verängstigt, ne? Wütend und verängstigt, ja. Oh, oh, oh. Du sollst nicht angreifen, du sollst. Der frisst die Himbeeren halt auch nicht, gell? Was ist denn passiert? Knie dich mal hin, mach mal schleichen. Vielleicht geht das besser. Vielleicht beruhigen die sich. Vielleicht wollte der essen und der hat dann gemerkt, Warte mal, komm mal hier hinter vielleicht, damit die uns nicht sehen. Das hilft, aber wir probieren's. Es liegt halt genau vor dem Zaun, das sieht er uns halt. Ja, das könnte sein, ja. Da hinten in der Ecke steht eins, ich sehe das andere halt nicht. Oder sind da beide? Nee, das ist eines. Ich geh mal gucken. Ich glaub, die machen kleiner. Oh, ja, das sollen sie machen. Jetzt rennen sie umher. Ah, jetzt gewöhnen die sich an mich. Jetzt haben sie nämlich grüne Herzchen anscheinend. Wieso habe ich 12 Himbeeren im Inventar? Ah, die hast du aufgenommen. Von mir. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt reinwerfen soll nochmal. Es liegen aber, glaube ich, auch welche drin. Nee. Warum nicht? Yes. Hast du 12 reingeworfen da? Ja. Okay, dann. Hallo Schwein. Ja, jetzt liegen sie sicher drin. Ja, die gewöhnen sich an mich. Ich krieg die ganze Zeit plus 1 Sternchen. Plus 1 Wertung oder sowas. Also ploppt die ganze Zeit so eine plus 1 auf. Oh ja, ich krieg auch so eine plus 1,5 und so. Ah, siehst du? Dann ist dann, die gewöhnen sich an einen. Wo stehst du überhaupt? Ich stehe gerne auf der anderen Seite. Achso. Müsstest du eigentlich mein Namensschild sehen? Siehst du das? Ne. Ich sehe deins. Siehst du es jetzt? Ah, jetzt sehe ich es, ja. Oh ja, die fressen die Himbeeren. Sehr gut. Ja, cool. Ja. Warum ist das hier unsere Landwirtschaft beginnt? Die Landwirtschaft. Ich habe gesehen, dass die Karotten auch anfangen zu wachsen. Kein Feuer in der Nähe von den Tieren. Oh. Kriegen nämlich Angst. Ich hab schon Orangen. Wollen wir schlafen gehen dementsprechend? Ja, wir müssen jetzt eh beenden. Ah ja, ich sehe gerade auf die Uhr. Meine Güte, wieder so spät. Apropos beenden. Müssen wir die Strukturen vielleicht hier mal ein bisschen erneuern? Das sieht doch gut aus. Ich bin ein bisschen durchgegangen vorhin, also. Ah ja, sehr gut. Die Treppen repariert. Also ah, sonst jetzt nichts Großartiges aufgefallen. Ja, gut. Wollen wir noch mal kurz einen Blick über die Felder werfen? Mal schauen, wie die aussehen. Nur ganz schnell. Ja, wenn es noch mal kurz hell wird. Es braucht ihr immer noch kurz so. Ja. Vielleicht ist auch noch mal schön zu sehen. Vielleicht ist das Feld ja richtig schön groß geworden. Schau, jetzt ist ja noch nicht ganz so hell. Oh, da ist was gewachsen, würde ich sagen. Nico, darf ich dir ein ganz großes Problem von dieser Einsetzung hier berichten? Wenn die Bäume Richtung Palisade fällt. Richtig. Ja, das... Ich frag mich nur, wie ernte ich zum Beispiel die Karotten? Muss ich dann einfach auf E drücken? Ich meine, da steht jetzt nur gesund, kein Plan, ob die schon fertig sind. Ich glaube, man muss warten, bis sie soweit sind. Ja, das mit den Bäumen ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Oh, flupp, da ist gerade noch ein aus dem Boden geschossen. Ein was? Ein Baum. Woher? Hallo Schweinchen. Ach, da, ja. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, wenn wir in die richtige Richtung fällen, dann fallen die in die andere. Ja, dann müssen, also von hier halt. Ja, dann müssen wir halt nur gucken, dass wir die nächsten Bäume vielleicht nicht hier... Ja, ich werde dann für Bäume weiter drüben Richtung am Waldrand auch ein viel größeres Feld bauen, weil wir so viel Platz brauchen. Hier kann ich ja sowas wie Karotten und so anbauen. Genau, das macht ja
keinen Unterschied. Ich gucke gerade, ob irgendwas fertig ist, aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Also die zwei sind chillig da drin. Die haben Herzchen, die kuscheln. Ja. Mal schauen. Laufen umher. Ja, guck mal, die kommen auch immer ans Gatter. Siehst du das? Ja. Ja, wenn wir die durchgetamed haben und so, dann werden wir... Bin gespannt, wann wir mal reingehen können, ohne dass die uns dann angreifen. Ja. Und außerdem, ob die dann ganz viele kleine Minischweinchen... Ja, das auch. Wir müssen halt regelmäßig, wenn wir sehen, dass da nichts mehr zum Futtern drin ist. Jo. Und irgendwie rein, im Moment ist ja anscheinend noch was drin. Mhm. Ja, läuft bei denen, hätte ich gesagt. Ja, nice. Und die Bäume kommen. Ist ja verrückt, ey. Da können wir hier gleich mal so einen richtig fetten Wald ansetzen. Und dann haben wir immer Holz. Jo. Ja, das werde ich tun. Nice, Switch. Ja, dann würde ich sagen... Sagen Sie uns in der nächsten Folge wieder. Jawohl. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.